Nur 5,1 Sekunden bis Tempo 100. Schon nach 22 Sekunden zeigt er 200 Stundenkilometer an. Die Spitze liegt bei 250 Sachen. Der neue Audi SQ5 wartet mit standesgemäßen Fahrleistungen auf. Das Besondere, der schnelle Ingolstädter ist das erste Modell der S-Baureihe, das von einem Diesel angetrieben wird. Unter der Haube des 3 cm tiefer gelegten SUV arbeitet ein V6 Biturbo-Diesel mit 313 PS und einem maximalen Drehmoment von 650 Newtonmetern. Das Triebwerk erlaubt nicht nur exzellente Fahrleistungen, sondern auch einen niedrigen Verbrauch. Zwar wurde im Test der Normwert von 6,8 Liter auf 100 Kilometer nicht ganz erreicht, mit nur 7,5 Liter Verbrauch schlug sich der Audi SQ5 TDI aber auch sehr gut. In Verbindung mit seinem 75-Liter-Tank sind so Reichweiten von 1000 Kilometer drin. Das Fahrwerk ist straff, aber nicht unkomfortabel. Die Lenkung arbeitet präzise und direkt. Die ermittelten Bremswerte von rund 34 Meter sind erste Sahne. Während die Optik mit Schwellern, dezentem Heckspoiler und vielfältiger Auspuffanlage relativ moderat ausfällt, geriet der Sound deutlich aggressiver. Der von einem Lautsprecher in der Abgasanlage generierte Klang schwankt zwischen wütendem Brummen und wildem Fauchen. Das Platzangebot ist auf allen Sitzen gut, der Kofferraum mit bis zu 1560 Liter üppig. Die Verarbeitung geriet wie bei Audi üblich Erstklasse. Mit serienmäßigen Leder- oder Alcantar-Sitzen, Bi-Xenon-Licht und LED-Rückleuchten ist die Ausstattung gut. Der Preis von 58.500 Euro ist allerdings recht gesalzen, zumal mit diversen Assistenzsystemen und weiteren Extras aus der umfangreichen Preisliste weiter Luft nach oben ist.